Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren wunderbaren Update hier. Und zwar, wie im 2-Monats-Planungsvideo versprochen, kehren wir heute in den Untergrund unter die Grundschule zurück und werden dort beim Bunkerprojekt, das ja eigentlich nur ein kleines Projekt sein sollte und von euch so geliebt war, dass wir es jetzt größer aufziehen, werden wir heute das erste größere Update hier machen. Hier wird einiges passieren, bleibt also dabei, denn der Bunker 2.0 wird euch hoffentlich gefallen, denn hier wird einiges auch schon heute passieren. Wir starten damit, dass wir erstens hier das rote Licht rausnehmen und auch die Horrorelemente rausnehmen. Das passt nämlich nicht mehr zu dem, was ich jetzt zum Bunkerprojekt 2.0 geplant habe. Das heißt, rotes Licht raus, da nehmen wir unter anderem diese Elemente von Light My Bricks. Übrigens, Kimmy Lee, den ihr unten rechts sehen könnt, das ist der CEO und Gründer von Light My Bricks, der hat mir hier das ganze Beleuchtungsmaterial persönlich sozusagen zur Verfügung gestellt, um das ganze Projekt hier zu unterstützen, dass das Bunkerprojekt angeht. Hier habt ihr auch gerade gesehen, dass es sehr, sehr vorteilhaft ist, dass ich da diesen Zugang eingebaut habe. Ich konnte jetzt nämlich relativ einfach, indem ich oben reingreifen konnte, die Lichter austauschen. Ich habe nämlich die roten Lampen ausgetauscht gegen gelbe und der Lichteffekt ist jetzt ganz anders. Er ist nämlich jetzt nicht mehr so oft flackernd, sondern er ist jetzt nur ab und zu flackernd, zufällig, und ich habe auch noch einen Dimmer eingebaut, damit das Ganze deutlich weniger hell ist. Später, wenn es im Raum dunkler ist, werdet ihr mal sehen, dass das eine deutlich bessere Stimmung ergibt, als es war. Hier übrigens, das ist das kleine Board, das hier dafür sorgt, dass das Ganze hier so schön flackert und so ein bisschen imitieren soll, dass es hier vielleicht ein bisschen Beleuchtungsprobleme im Sinne von Stromproblemen gibt. Ich habe jetzt angefangen, auf der rechten Seite einen neuen Raum einzubauen. Hier übrigens Zugangskontrolle, graue Tür, denn auf der rechten Seite wird es ein Labor geben. Ich bin noch nicht ganz sicher, was genau die Geschichte dahinter ist, aber hier hinten seht ihr unter dieser Wärmelampe Eier. Das ist übrigens auch ein Round, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Das ist so ein Licht, das sehr gerne benutzt wird bei den ganzen Technikautos zum Beleuchten bei Light My Bricks. Das habe ich hier eingebaut, passt nämlich super in diese 3x3er Scheibe hier rein. Und das Ganze hier rechts wird jetzt ein Labor werden. Als kleine Story, hier geht es so ein bisschen um, sagen wir mal, Dinosaurier. Ihr seht hier vorne diesen Bernstein eingelassenen, oder ja, eingelassen ist das falsche Wort, die eingeschlossenen Moskito, typisch Jurassic Park. Und ich habe überlegt, dass man das Ganze hier drunter weiterziehen könnte, das Labor, also auch nach rechts. Dann hätten wir hier noch Story-Element-mäßig noch ein bisschen was man hier in Zukunft weitermachen kann. Das ist übrigens alles, was ich bekommen habe von Kimmy. Und ich habe jetzt überlegt, dass wir eine besondere Art von Beleuchtung bauen für dieses Labor. Und zwar habe ich hier oben so einen 13 cm langen Stick. Das ist wie so eine Röhre von Lego, nur als LED. Und ich habe darüber diese Steine, diese Platten drauf gemacht mit diesem Gittermuster. Das heißt, es ist relativ dünn. Und ich hoffe, das wird einen schönen Effekt ergeben, den ich so noch nirgends genutzt habe. Das ist übrigens das Element Light Tube weit 13 cm. Und so sieht das Ganze aus. Ist gerade ein bisschen schwer zu erfassen, aber ihr seht die Idee dahinter. Wir haben diesen Light Tube, der so ein bisschen ist wie eine sehr, sehr lange Neonröhre. Darunter dann dieses Muster und ich glaube, es gibt einen ganz netten Effekt, wenn ich das jetzt gleich auf das Labor oben drauf setze. Habe ich jetzt getan und so sieht es aus. Erstens seht ihr jetzt, dass das Labor fertig ist. Wir haben einen Mitarbeiter hier, damit haben wir jetzt 803 Einwohner in der Stadt und das ist dann der allererste Teil des Labors. Da oben seht ihr jetzt auch die Beleuchtung. Ist mal eine ganz andere Geschichte und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil es nicht einfach nur Stripes sind, die dran geklebt sind, sondern es gibt so ein bisschen mehr Struktur und auch das Licht an sich gefällt mir vor allem in diesem wissenschaftlichen Bereich recht gut. Ansonsten seht ihr Wände, alles Mögliche. Hier ist die Tür rein. Theoretisch habe ich momentan erstmal so eine dunkle Scheibe reingemacht, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Aber wir werden in zukünftigen Updates, denke ich, also ihr könnt mir gerne dazu schreiben, was ihr denkt, das ganze Laborkonstrukt ein bisschen nach rechts ziehen. Und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie es hier weitergehen könnte. Also wie gesagt, das da hinten sind vermutlich Dinosaurier-Eier, bisschen Jurassic Park-mäßig. Fand ich eine ganz nette Idee, dass hier unten eine Art geheimes Labor ist. Ich weiß noch nicht von wem, vielleicht kann man noch ein bisschen größeres Storytelling draus machen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein und werden auch diese linke Wand rausmachen, damit wir hier rechts weiterbauen können. Und da wird ein bisschen was anderes entstehen.
Ihr seht hier, ich habe schon ein bisschen weitergebaut. Ist eine Sache, wo man nicht sehr gut filmen kann im Speedbuild oder so, weil es sehr, sehr kleinteilig ist und ich sehr oft umbaue und es dauert alles ziemlich, ziemlich lange. Aber wir haben jetzt hier einen Raum, der ziemlich heruntergekommen ist. Man sieht hier so ein bisschen, dass hier jemand, ein Obdachloser, wahrscheinlich übernachtet. Wir haben links einen Polizisten, der das Ganze untersucht, und wir haben hier Graffiti an der Wand auch. Sonst sehr, sehr viel Kleinkram. Und wir haben jetzt auch 804 Einwohner natürlich, weil natürlich der Polizist dazugezählt werden muss. Und das da hinten ist übrigens eine Wand, wo ich direkt, an der Wand sage ich schon, eine Tür, in der ich direkt dahinter eine Wand mit schwarzen Steinen gesetzt habe. Dadurch sieht das jetzt aus, als würde es da in einen dunklen Gang gehen, obwohl dahinter gar kein Gang ist. Das ist einfach so ein optischer Effekt, den ich ganz nett fand, dass es hier ganz eingebaut werden kann. Links gehen ein paar Stufen hoch, und dann geht es hier hoch und dann geht es hier im nächsten Update irgendwann in unserem Bunker weiter, geht hier weiter. Ist auch absichtlich deshalb, damit dieses Kabel hier unten, das nach hinten geht, mit der USB-Stromversorgung hier unten durchgeführt werden kann. Und hier unten geht es dann einfach so einen Tisch runter. Da habe ich mir nicht gespart, das Ganze durch den Tisch zu ziehen, weil es nämlich auch an der Kante sein kann, weil durch die Verkleidung geht es auch. Jetzt müssen wir oben noch die Decke reinziehen und hier wieder die Pfosten einbauen, die ich weggebaut habe. Und dann sind wir auch mit diesem kleinen linken Raum fertig. Und das hat, ich muss euch sagen, das hat unglaublich lange gedauert. Übrigens, ich habe mir ganz, ganz viele Sticker, war so eine lustige Idee, habe ich bei Amazon gesehen. Nicht alle sind sinnvoll, aber ganz viele davon kann man tatsächlich so ein bisschen als Graffiti nutzen oder als irgendwelche Neon-Werbung. Muss ich mal schauen, was ich daraus noch machen kann. Die sind in ihrer Gesamtheit unglaublich billig. Die kosten ein paar Euro. Und es sind so viele verschiedene, dass man die echt für tolle Sachen nutzen kann. Es kommen nochmal welche, das sind nicht alle. Aber ich sehe auch hier noch mehr eingepackt. Und da kann man, glaube ich, ganz nette Geschichten draus machen. Ich fand es super. Und ihr seht auch jetzt hier, das Dach ist drauf. Man kann es echt so ein bisschen als Graffiti an den Wänden nutzen, diese Sticker. Man kann sie übereinander kleben. Dann sieht es so aus, hätte man da übereinander gegraffitit. Und das oben ist übrigens ein Round Light. Also es dreht sich wie so eine Art Warnleuchte. Und fand ich auch eine ganz nette Geschichte, hier das hier so einzubauen. Und ihr seht, hier sind jetzt auch die Stützen wieder reingekommen. Die sind jetzt natürlich auf dem Dach von dem Bunker. Und wir werden dann hier ein bisschen Lücke lassen mit Beton, bevor wir hier dann die untere Ebene der Schule einbauen. Da wird es dann auch immer noch einen Zugang geben, eine Leiter nach unten vermutlich. Und die Turnhalle rechts, die habt ihr auch ganz gut gefunden. Aber so sieht es momentan in der Grundschule bzw. unter der Grundschule aus beim Querschnitt. Und ich muss jetzt einfach sagen, ich bin recht zufrieden auch mit dem Ganzen, wie es sich hier entwickelt hat. Und so sieht es übrigens in der Dunkelheit aus. Ich finde diese Graffiti-Aufkleber, nenne ich sie jetzt einfach mal, passen wirklich gut zusammen mit dem Licht da rechts. Es gibt so einen ganz schönen Effekt meiner Meinung nach. Und auch dieses Doppelbild von links haben wir jetzt heruntergekommen, wo Obdachlose vielleicht untergekommen sind. Und rechts haben wir diesen zugangskontrollierten Bereich mit dem geheimen Labor. Und auch dieser Zugang nach draußen, der gefällt mir jetzt auch deutlich besser mit der Lichtstimmung als mit dem roten und diesem Grusel-Effekten. Wie immer, schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Das hat, auch wenn es vielleicht nicht viel von der Fläche ist, tatsächlich ziemlich lange gedauert, weil es ist sehr, sehr kleinteilig. Man muss viel ausprobieren, viele Dinge zusammenstecken, ein paar Sachen ausprobieren und dann kriegt man so langsam den Stil, den man hier haben möchte. Das heißt, in den nächsten Updates geht es wahrscheinlich ein bisschen besser voran. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, mir gefällt es auf jeden Fall so, auch mit der Lichtstimmung. Und ansonsten, wie immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare all eure Ideen. Mal schauen, wo es das nächste Mal weitergeht im Bunkerbereich, also wenn wir zum nächsten Bunker-Update kommen. Aber hier, das Ganze füllt sich jetzt nach und nach und wir haben heute einen schönen Teil unten hineingebaut. Und werden irgendwann jetzt noch weiter ausbauen und dann geht es irgendwann unter den Tisch, wo der Bunker auch noch weiter ausgebaut wird. Ich möchte erstmal das Ganze hier im oberen Bereich fertig haben, bevor wir unten die nächste Etage anfangen, weil wir einfach dann noch mehr Baustellen aufmachen. Und ich denke, dass wir den Bereich hier vom Bunker in einem der nächsten Updates machen, bevor wir runtergehen und dann hier oben Schulbereich. Also seid auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.